Also es funktioniert, aber so begeistert bin ich nicht wirklich. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge unseres Let's Play Together Satisfactory. Wieder mit dabei, der Wichtelzwerg. Auch von mir, hallo und willkommen. So, ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir brauchen also noch ein bisschen Kunststoff. Und wenn wir den Kunststoff haben, dann können wir unsere Platinen herstellen. Und ich nehme jetzt mal hier überall nochmal eine Schnecke wieder raus bei den Kraftwerken. Mal gucken, ob mein Plan aufgeht und wir dann wieder konstant Strom haben. So wegen dem, ne? Ja. Weil es zwar schön und gut, dass wir gerade zu viel hatten, aber für die Schwankungen ist das Mist. Richtig. Jetzt muss ich erstmal hier wieder hochklettern. So. Und so einen brauchen wir. Und, ups. Ups. 16. Oh, das ist Highspeed-Anschluss und nicht Platine. Da habe ich mich jetzt aber richtig vertan. Platinen brauche ich. Da brauche ich doch noch Kunststoff und ein bisschen Draht. Na gut, jetzt habe ich 16 Highspeed-Anschlüsse. Ja, Plan ist aufgegangen. Haben jetzt wieder Strom ausreichend um die 250, 260 Megawatt plus. Und mit der Kohle, ja, beobachte ich jetzt mal ein bisschen. So, Platinen herstellen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Jawohl, ich habe sie zusammen, die ich brauche. Ich habe aber erst 6 von 15 Rahmen. Da fällt mir gerade auf, irgendwo habe ich hier einen Rechenfehler drin. Ja, alle circa 2 Minuten kriegst du ja ein Dreierpaket. Nee, ich meinte was anderes. Ich brauche 45 Platinen. Okay, Kunststoff. Motoren habe ich genug. Kabel fehlen mir sogar noch ein paar. Da haben wir aber genug von. Das sollte also kein Problem sein. Okay. 6 von 27 schwere modulare Rahmen. Also 21 Stück fehlen mir davon. Selbst die normalen modularen Rahmen sind kaum welche da.
Stahlrohre und die Dinger. Moment, Rohre haben wir hier. Dann sind die Stahlrohre da oben. Ja. Oh, hier ist aber gefuscht. Sag nicht sowas. Du hattest doch draußen ein Kohleband am Gebäude entlang geführt, was dann hinten zu den Kraftwerken reingeht und dann erst gedreiteilt wird und dann nochmal jeweils gedreiteilt, ne? Richtig. So, und da, wo es ins Gebäude reingeht, ist so ein kleines, ich sag jetzt mal, ein Meterstückchen von Förderband auf Stufe 1. Und da bringt das von draußen mit Stufe 2 überhaupt nichts mehr, weil das staut sich auf diesen einen Meter. Ja, dann rüstest du auf. Das kann gut sein, dass ich da mal eine Ecke vergessen habe. So, diese Dinger, wo haben wir die? Ich glaube, die waren oben über dem Balkon, jawohl, über dem Beton. Apropos, ich sehe gerade hier im Menü, im Baumenü, wir haben jetzt auch schon MK4. Ne? Nur mal so als. Okay. Ja, könnte dann demnächst auch interessant werden, das ist richtig. So, Schwere brauche ich. Toll. So, woher soll ich denn jetzt bitte schön schwere Platten nehmen? Also in Containern haben wir genug. Ansonsten, wenn du ein bisschen Eisenplatten und ein paar Schrauben dabei hast. Ich habe gar nichts dabei diesbezüglich. Ich habe tonnenweise Material, aber nicht das. Das ist schlecht. Ich sage, Eisenplatten und ein paar Schrauben reichen auch. Modulare Rahmen. Wie stellt man die her? Da brauche ich wieder ein paar Eisenstangen für. Acht Stück für einen, okay. Ich brauche noch 12 Stück. Oh, oh, oh. So, 21. Noch zweimal, also nochmal 16 von denen. Um.
Das ist das. Ja. Oben drüber, das genau. Vierzehn, 15, 16. So. Ach ja, Stahlrohre. Jawohl, ich habe das Material zusammen, was ich brauche. Das heißt, ich werde mal hinten zur Ölproduktion hinfahren. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug Beton mit. Ja, wenn's wenn nicht, dann musst du halt doppelt fahren, ne? So weit ist es ja nicht. Fällt mir wohl gerade was ein. Ist das überhaupt angeschlossen? Ja, ist angeschlossen. Was ist angeschlossen? Ich habe was vergessen anzuschließen. Nämlich dieses Ding, was hier diese Überleitung macht. Da war mir wohl ein bisschen was ausgegangen, nämlich Eisenplatten. Und deswegen habe ich das Ding nicht gebaut. So, jetzt kommt das Ganze auch in Bewegung hier. So, aber dort passiert noch nichts. Das Band ist noch nicht in Betrieb. Oh, hier hatte ich angefangen und habe gar nicht weitergebaut. Schäm dich. Da ist mir wohl das Material ausgegangen und daraufhin habe ich, dann gesagt, egal, ich muss erstmal mich um was anderes kümmern. Jetzt läuft aber das Öl aus vier Quellen. So, ich habe unseren Strom auch nochmal gerade gerettet. Jetzt geht's ganz langsam wieder bergauf mit der Kohle. Kurz bevor der nächste Stromausfall gewesen wäre.
Okay. So, wie war das? Wir haben doch auch Treppen, ne? Was heißt Treppen? Du meinst wahrscheinlich diese Gehwege. Diese Nee. Gehwegrampen. Treppe links, Treppe rechts. Ach so, ja. Das meinst du. So. Energie, Brennstoffgenerator. So, ich bin wieder in der Hauptbasis und ich kümmere mich jetzt wieder um die Gasmasken. Okay. Dreimal. Oha.
hab's geahnt. Ich hab's echt geahnt. Ich hab zu wenig Beton. Also die ganze Treppe wieder runter. Hast du das Jetpack schon mal ausprobiert? Heute noch nicht, ne. Du? Nein. Fiel mir gerade ein, als ich die Treppe hoch und auch wieder runter gelaufen bin. Ich denke, warum hast du eigentlich nicht das Jetpack genommen? Ich sag mal so, ich hoffe mal, dass das nicht genauso verbuggt ist wie die Fallschirme. Die nee, angeblich soll das Jetpack vernünftig funktionieren. Jetzt hoffen. Weil die Fallschirme haben früher auch funktioniert. Das jetzt auf einmal nicht mehr tun, ist ja zum Ausrasten. Muss ich doch tatsächlich hier hinten Beton selber herstellen, weil ich nicht genug mitgenommen habe, weil mein Inventar natürlich mal wieder voll ist. Doch ein Auto, da hättest du auch was reinpacken können. Ja. Wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich das machen können. Also ist der Wagen leer. Okay. Ja. Halt, das ist Eisenerz. Das ist gar kein Beton. Kein Stein, meine ich. Aber hier irgendwo war hier noch. Ja, hier ist Kalkstein. Schmeiß mal die Produktion da hinten an, mir geht der Kunststoff aus. Hä? Ja, dich mal. Produktion, solange da Strom da ist, läuft die Produktion. Aber nicht schnell genug. Tja. So ist das manchmal. So, jetzt werde ich doch tatsächlich mal das Jetpack ausprobieren. Wenn wir es denn schon haben. Also immer solange du gedrückt hältst, gibst du Gas. Wenn nicht, dann nicht. Und dann fällst du natürlich auch, ne? Und der Sprit ist relativ schnell leer. Mal als kleine Vorwarnung vorweg. Und auftanken tut sich das Jetpack immer nur, wenn du Bodenkontakt hast. Ja. Nein, ich wollte nicht einsteigen, ich wollte an die Werkbank. Schnell noch mal ein bisschen Beton herstellen.
Jawohl, 95, das sollte mir im Augenblick erstmal reichen. So, mal gucken, ob wir hier hochkommen. Nein, kommen wir nicht. Also es funktioniert. Ja, es funktioniert, aber so begeistert bin ich nicht wirklich. Nein, Sachen Entfernung auf relativ gleicher Höhe. Ja, ich habe selber nicht ausprobiert, aber was ich so aufgeschnappt habe, wohl immer mit kleinen kontinuierlichen Schüben. Und in der Höhe, wenn du einfach nur hochsteigen willst, ja, wirklich hoch kommst du nicht. Nee, das meinte ich. Denn ich wollte hier auf das Ölhaus oder auf die Ölfabrik hoch. Und tja, auf drei Viertel der Höhe bin ich abgeschmiert. Boden ist zu steil, naja, gut. So, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück habe ich erst von 9. Gut, aber wir sind mal wieder am Ende einer Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.